Ein kurzer Blick ins Handy und schon ist es entsperrt. Wenn ich Musik hören möchte, höre ich automatisch die Lieblingssongs, ohne eine Liste dafür irgendwie mal programmiert zu haben. Und wenn ich am Wochenende in die Fahrtenbuch-App wechsle, dann sagt er mir wahrscheinlich, dass ich bei meinem Partner Retorio in München eine Betriebsfahrt hatte und kategorisiert das automatisch ein. Alles völlig normal. Aber wenn wir dann dieses mächtige Wort oder Wortgebilde der künstlichen Intelligenz hören, dann wird es mystisch, dann wird es gefährlich, dann sind wir skeptisch. Und genau aus diesem Grund möchte ich mal mit dir heute besprechen, was kann denn diese KI eigentlich, was kann es konkret für dich tun? Und dafür habe ich mir einen Experten geholt. Also wir sehen uns nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Und wie schon angekündigt, sitzt neben mir der liebe Patrick, Dr. Patrick Oehler, um genau zu sein. Und er sagt auch gleich, wer er ist und was er macht. Denn ihr habt vielleicht schon mitbekommen, wir haben immer mal wieder das Thema künstliche Intelligenz aufgegriffen. Schon seit über anderthalb Jahren beschäftigen wir uns sehr intensiv damit. Und jetzt ist es an der Zeit, wirklich mal mit Profis darüber zu sprechen. Was kann künstliche Intelligenz in Zukunft für uns machen? Ist es eine riesige Chance oder ist es eine Gefahr? Wie sehen wir das? Wie nutzen wir das in der alltäglichen Situation da draußen im Business? Und was kannst vor allem du als Verkäuferin und Verkäufer davon einsetzen, um deine Arbeit nochmal in der Wertigkeit zu heben? Denn ich denke, darum geht es am Ende des Tages. Doch bevor ich jetzt hier in den Modus verfalle, mein lieber Patrick, schön, dass du Zeit hast, schön, dass du da bist. Cool, dass du da bist. Ich meine, du besuchst ja uns. Danke, dass du gekommen bist. Immer wieder gerne. Ihr seht nicht alles vom Büro hier, aber es ist immer schön, da zu sein. Das ist, glaube ich, so typisch auch, diese, was man sich in der Startup-Welt vorstellt. Ne? Diese hohen das Decken, Klischee. Die schönen Mauerwerke hier, die das Büro zieren. Also sehr cool. Und natürlich steht da hinten eine Billardplatte. Doch das ist nicht das Thema für das Video heute. Stell dich doch vielleicht mal ganz kurz vor. Wer bist du, wer ist Retorio und was ist so der Kern eurer Arbeit? Ja, also Patrick, Robert hat schon gesagt, ich bin einer der Gründer und auch Geschäftsführer von Retorio. Retorio ist 2018 aus der TU München heraus entstanden. Mein Mitgründer Christoph und ich, wir waren beide Doktoranden an der TU, haben da viel Verhaltensforschung gemacht, viel psychologische Forschung auch. Und was uns immer total fasziniert hat, ist der Faktor Mensch. Ja, also Menschen in Organisationen, Menschen im Vertrieb, zwischenmenschliche Kommunikation, Persönlichkeit. Und wir haben gemerkt, dieser menschliche Faktor ist so unfassbar wichtig, aber bisher ist er sehr schwer greifbar. Ja, und somit haben wir sehr intensiv an künstlicher Intelligenz geforscht, die uns dabei hilft, Menschlichkeit besser verständlich zu machen, ja, Menschen besser zu verstehen und Menschen dabei zu helfen, besser miteinander umzugehen und zu kommunizieren. Und dabei ist Retorio entstanden. Ja, eine künstliche Intelligenz, die menschliche Persönlichkeit und menschliche Soft Skills erkennen kann und das anhand von Videodaten. Also wir haben im Rahmen unserer Forschung schnell gemerkt, dass wenn es um Kommunikation geht, ja, die beste Datenquelle, die wir haben, sind Videos, weil aus Videos alles Zwischenmenschliche irgendwie hervorgehen kann. Ja. Also viele bestehende Lösungen greifen ja eher auf bestehende Datensätze zurück oder auf Fragebögen oder man analysiert Audiospuren. Ja, aber für uns ist das Visuelle wichtig und die Sprache und die Stimme, alles, was man hier jetzt auch in diesem Video sieht. Ja. Und das ist genau das, was auch unsere KI analysiert, ja. Videodaten, in denen Menschen zu sehen sind. Ja, okay, super, super spannend. Ihr kennt ja wahrscheinlich diesen berühmt-berüchtigten Bratwurst-Pitch, wenn wir sagen, okay, du bist irgendwie bei einer Gartenparty eingeladen und dann sollst du mal so in einem Satz raushauen, was machst du eigentlich konkret? Jetzt stell dir vor, über Köln haben wir schon geredet, du bist in Köln bei so einer Gartenparty eingeladen, du kennst niemanden. Und dann steht da jemand und legt sich gerade so eine Bratwurst dahin und sagt, künstliche Intelligenz, was ist das denn, mein Junge? Was antwortest du dem? Um vielleicht dem Thema KI auch so ein bisschen die Mystik zu nehmen, ja, am Ende handelt es sich bei KI immer um Statistik. Ja, also im Prinzip, unsere eigenen Modelle sind zwar technisch dem menschlichen Gehirn nachempfunden und hochkomplex, aber am Ende geht es immer darum, ja, aus Daten zu lernen. Und KI sind im Prinzip verschiedene Verfahren oder verschiedene Algorithmen, die aus großen Datenmengen
Dinge lernen können, die bisher Technologie bisher noch nicht konnte. Und anhand unseres eigenen Beispiels wird das immer, glaube ich, recht schnell deutlich. Also unsere eigene KI hat aus Zehntausenden, Hunderttausenden von Videos von Menschen, die wiederum von Tausenden von Menschen betrachtet und beurteilt wurden, gelernt, menschliches Verhalten nicht nur zu quantifizieren und zu analysieren, sondern auch zu verstehen und einzuordnen. Ja, also im Prinzip kann unsere KI, indem sie Sprache, Stimme, Gestik, Mimik analysiert, die Wahrnehmung eines Menschen nachempfinden und im Prinzip Menschen ähnlich wahrnehmen, wie wir uns auch gegenseitig wahrnehmen. Und das ist etwas, was bisher nicht möglich war, aber was jetzt durch diese unglaublichen Computerkapazitäten, die in den letzten Jahren entstanden sind, auf einmal möglich und auch bezahlbar wird. Und wie wir alle wissen, ist es im Kontext des Verkaufs auch immer extrem wichtig, den Gegenüber zu sehen und zu verstehen, denn es geht ja nicht um Totlabern, sondern hey, ich verstehe, was du möchtest und kann darauf eingehen. Und deswegen ist auch der Match, da gehen wir später nochmal drauf ein, zwischen uns sehr groß. Gehen wir mal in die Praxis, wechseln die Perspektive. Unternehmer, Deutschland, deutscher Mittelstand, Maschinenbau, klassisches Beispiel, hat irgendwie 380 Mitarbeiter, ist natürlich in Baden-Württemberg zu Hause und macht nachhaltig Geschäft. Ich weiß, Bayern hätte ich auch sagen können, oder? Wenn wir in München sind, ist er in Bayern zu Hause, völlig egal. Franken, genau. Was kann dieser Unternehmer, wenn er jetzt sagt, hey, Retorio finde ich spannend, Patrick, komm mal vorbei. In welche Bereiche kann der mit dir gehen? Wo kann der Blick hingehen für jetzt und die nächsten Jahre? Ja, also unsere Technologie ist immer dann hilfreich, wenn es darum geht, Menschen zu verstehen, Menschen kennenzulernen und sie besonders schnell und aber auch objektiv kennenzulernen. Und dementsprechend werden wir in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Ja, unser Steckenpferd ist so ein bisschen das Recruitment. Also viele unserer Kunden setzen unsere Technologie kombiniert mit Video-Recruitment ein. Ja, also wir haben eine eigene Video-Recruitment-Plattform um unsere KI herum geschaffen, um zum Beispiel Bewerber möglichst frühzeitig im Bewerbungsprozess persönlich kennenzulernen. Ich denke, ihr kennt alle dieses typische Problem. Ja, ein Unternehmen schreibt eine Stelle aus, sucht vielleicht einen Vertriebler für den Innendienst, ja, sucht dann nach besonders extrovertierten, vielleicht empathischen, sympathischen Mitarbeitern und kriegt zunächst erstmal ein paar hundert Lebensläufe zugeschickt und soll dann aus diesen Lebensläufen erkennen, wer denn jetzt von diesen hunderten von Bewerbern gut Vertrieb kann. Ja, und das ist im Prinzip unmöglich und die Probleme sind, glaube ich, allseits bekannt. Ja, das führt dann dazu, dass eine Vorauswahl basierend auf Schulnoten getroffen wird oder so, die im Vertrieb unter Umständen nicht sonderlich aussagekräftig sind. Und man dann erst ganz am Ende des Bewerbungsprozesses die Bewerber wirklich kennenlernt. Und da haben wir gemerkt, die Kombination aus Video-Recruitment und künstlicher Intelligenz ist ein super Weg, ja, um möglichst früh im Bewerbungsprozess die Persönlichkeit des Bewerbers kennenzulernen und wirklich zu verstehen, passt der zu uns, ja, passt der zu unserer Kultur und passt der auch zu der Aufgabe. Und Vorteil ist natürlich nicht nur, dass ich mir als Personalabteilung viele Schritte spare und den Bewerber deutlich schneller kennenlerne, sondern auch der Bewerber hat eine viel größere Chance, dass er zu einem Unternehmen kommt, was dann auch wirklich zu ihm passt. Ja. Beispiel aus der Praxis, wir setzen ja Retorio auch schon in den Projekten ein und arbeiten da schon in verschiedenen Richtungen zusammen. Und gestern war so diese Situation, dass ein sehr introvertierter Mensch sich für die Auftragsbearbeitung bewerben wollte, war sich aber sehr unsicher, hat das Video aufgenommen für Retorio und hat in einem anschließenden, direkt erfolgenden Telefonat direkt umgeswitcht in eine Videoumgebung bei Microsoft Teams und hat gesagt, hey, ich finde das so cool, dass ich mich hier mal kurz zeigen kann, weil ich hätte niemals die Bewerbung losgeschickt, weil ganz offen, mein Lebenslauf ist nicht der geilste, aber ich habe das gesehen, was er sucht und ich habe da voll Bock drauf. Und diese visuelle Komponente hat diesem introvertierten Mensch, und man denkt ja eigentlich immer andersrum, die Extrovertierten nutzen die Videos, aber die Introvertierten nie. Und dieser introvertierte Mensch hat gesagt, voll cool, das ist eine geile Möglichkeit, mal aus mir rauszukommen. Und das ist so das eine Thema, ne? Recruiting. Genau. Und was wir dann aber schnell im Einsatz gemerkt haben, ist ja gerade im Recruitment, also unsere KI hilft Personalern, aber auch Bewerbern dabei, den optimalen Match zwischeneinander zu finden. Ja. Was wir schnell festgestellt haben, ist, dass viele Unternehmen gar nicht genau wissen, wonach sie eigentlich suchen. Ja. Also was Talente für den Job überhaupt mitbringen müssen. Ja. Was macht denn einen guten Vertriebler jetzt in unserem Beispiel bei einem Mittelständler in Franken aus? Ja. Also
warum gibt es da Leute, die sich wohlfühlen im Unternehmen und andere, die vielleicht gar nicht reinpassen. Das ist vielen, vielen Unternehmen gar nicht so bewusst. Und somit haben dann viele unserer Kunden irgendwann angefangen, die Technologie auch intern einzusetzen. Ja? Also ihre bestehenden Mitarbeiter zu analysieren. Ja? Also das kann komplett anonymisiert stattfinden. Das heißt, die Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, sich selber auf Video aufzuzeichnen, ja, und gewisse Alltagssituationen zu simulieren, zum Beispiel Kundengespräche, und kriegen durch die KI ganz objektives, ja, faires Feedback, wie sie wirken und zum gewissen Grad auch, was sie besser machen können. Ja. Und aus diesen Daten heraus wiederum kann die KI dem Unternehmen dabei helfen, viel besser zu verstehen, worauf es denn eigentlich ankommt und was für Qualitäten und auch Persönlichkeitseigenschaften denn eigentlich gefragt sind. Und somit erschließt sich, ja, so, wir nennen es einen Feedback-Loop. Ja, aus dem Alltagseinsatz der Technologie verstehen wir immer besser, was denn eigentlich im Recruitment gefragt ist, und können somit immer besser diesen optimalen Match zwischen Bewerbern und Unternehmen herstellen. Das heißt, dieser große Mythos, die künstliche Intelligenz ersetzt uns Menschen, ist eigentlich genau das Gegenteil. Genau, also das wird oft so plakativ dargestellt. Wir sehen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, was die Technologie macht, sie hilft dem Menschen dabei, die eigenen Entscheidungen zu hinterfragen, ja, und einfach objektivere, bessere, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Und gerade im Recruitment, nur als Beispiel, ein Riesenproblem, was wir im Recruitment beobachten, sind sogenannte Biases, Stereotype, eine gewisse Voreingenommenheit, sowohl auf Seiten der Personaler, aber auch auf Seiten der Bewerber. Ja, also auch als Bewerber habe ich gewisse Stereotype gegenüber Vertrieb zum Beispiel. Ja, also viele Leute scheuen sich vor Vertrieb, ja, obwohl es vielleicht der ideale Job für sie wäre. Ja, aber sie wissen es nicht, weil sie von vornherein befangen sind. Und was die KI wirklich macht, ist ganz objektiv zu ermitteln, passt diese Person zum Beispiel in den Vertrieb. Ja, wenn ich die jetzt vor den Kunden stellen würde, würde die sich wohlfühlen, würde die aufblühen, ja, oder ist das was die entsprechende Person irgendwie vielleicht stresst, ja? Und gleichzeitig kann man KI aber auch beibringen, und in unserem Fall ist das schon geschehen, Hautfarbe, Alter, Geschlecht und solche Faktoren komplett auszublenden, um wirklich maximale Fairness und auch Objektivität in den Entscheidungen sicherzustellen. Und da sehen wir eine riesen Chance, ja, in einem Bereich, der doch auch anfällig für Diskriminierung ist. Ja, es gibt einige Studien, die zeigen, dass du mit einem türkischen Nachnamen in Deutschland ungefähr 30% geringere Chancen hast, in die nächste Runde des Bewerbungsprozesses zu kommen. Und all das sind so Dinge, das interessiert die KI nicht. Ja, die ist eine Maschine, die kann das ausblenden. Okay, also nehme ich all diese Prozesse als Entscheidungshilfe mit auf und kann dann mehrere Bereiche im Unternehmen halt auch mit abdecken und vor allem die menschliche Perspektive immer wieder nach oben heben. Genau, genau, genau. Ich finde den Loop auch total spannend. Da gibt es ein Bild, vielleicht blenden wir das kurz mit ein, wie sich dieser Ansatz dann auch in der 360-Grad-Perspektive wiederum schließt. Ne? Dann logisch, wenn ich irgendwie mal mein Team verstehe und gucke, hey, wer ist denn das? Und das haben wir in der Praxis gemacht und das Feedback ist immer, ja krass, genau das sind wir als Mannschaft. Dann verstehe ich auch, was sind so dahinterliegende Werte. Wie kann ich auch dazu passende Leute schnellstmöglich finden? Weil ihr kennt wahrscheinlich alle die DISC oder Insights MDI Persönlichkeitstests, die die Unternehmen machen, oder auch andere vielfältige, die da eingesetzt werden. Und das decke ich dann schon mit dem Big Five Modell der Persönlichkeit, gehen wir später noch drauf ein, decke ich schon mit ab. Hab automatisch natürlich irgendwie einen Rückschluss auf Performance, Motivation, Entwicklung. Da sind wir im Trainingsbereich. Und am Ende, und deswegen sind wir ja Unternehmen und keine Vereine, geht es ja auch um das Ergebnis. Also ich merke es auch rational. Und das ist, glaube ich, so der Loop, ne, an der Stelle, der sich gut schließt und gegenseitig bedingt. So ist es, genau. Und am Ende geht es immer darum, die optimale Passung zu finden. Jetzt nicht nur, um Performance sicherzustellen, sondern wirklich, um Wohlbefinden zu steigern. Ja, also was wir nicht nur aus den wissenschaftlichen Studien heraus sehen, sondern auch aus unserem Alltag heraus in der Zusammenarbeit mit den Kunden, ist unglaublich wichtig, ja, dass sich Mitarbeiter in ihrem Job wohlfühlen. Und dafür ist es wichtig, die richtigen Personen in die richtigen Jobs zu bringen. Ja, es gibt Studien aus den USA, die zeigen, dass 70% aller Mitarbeiter in den USA sich demotiviert fühlen. Also sie sind im Prinzip in einem Beruf gelandet, mit dem sie sich nicht identifizieren. Ja. Ja. Und die Konsequenzen sind, glaube ich, irgendwie alle bekannt, von Burnout über Frustration, über Opioidkrise und so weiter. Was total wichtig ist, ist Menschenarbeit zu helfen, wirklich besser zu verstehen, wo sie eigentlich reinpassen, und dann das Beste aus ihnen rauszuholen, ihnen wirklich die Tools an die Hand zu geben,
das Maximum aus sich selber herauszuholen. Und da sehen wir, ist KI ein großartiger Weg, ja, um diese Selbsterkenntnis, wenn man so will, zu steigern und den Mitarbeitern dabei zu helfen, wirklich zu verstehen, wo sie eigentlich hinwollen. Kurze, knackige Frage, alle, die jetzt gerade zuschauen, Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Verkäuferinnen, Verkäufer, die sagen, bin ich 20, 30 noch in meinem Job? Antwort? Ja. Das ist die gute Nachricht. Kurze Antwort, ja. Das ist die gute Nachricht. Es wird sich einiges ändern, auch schon bis 2030. Ja, aber was wir sehen, und das hat man auch in der Vergangenheit immer mit technologischer Entwicklung gesehen, Technologie führt nicht zu weniger Arbeit, sondern leider muss man fast sagen, normalerweise zu mehr Arbeit. Was wir jetzt schon im Personalbereich vor allem sehen, aber auch wenn wir mit Vertrieblern zusammenarbeiten, ist, die Leute verbringen weniger Zeit, zum Beispiel im Personal, mit administrativen Aufgaben, mit Pre-Screening, mit Terminbuchungen und so weiter. Und verbringen viel mehr Zeit mit Menschen. Also im Prinzip erleichtert KI den Alltag und hilft Menschen dabei wirklich, sich auf das zu fokussieren, was wichtig ist im Job. Und jetzt für Personaler sind das die eigentlichen Bewerbungsgespräche zum Beispiel. Ja. Oder die überzeugungsarbeitenden Bewerber wirklich davon zu überzeugen, auch in dem Unternehmen zu arbeiten. Ja, und man verbringt weniger Zeit damit, vielleicht Lebensläufe vorauszuwerten, weil das auch an sich nicht sonderlich viel Mehrwert stiftet. Und im Vertrieb wird es ähnlich sein. Also Vertriebler in Zukunft werden viel mehr Zeit mit dem Kunden verbringen, wirklich in der zwischenmenschlichen Kommunikation und weniger Zeit in administrativen Aufgaben oder in der Dokumentation von Gesprächen, ja, weil das an sich von Technologie übernommen werden kann. Ja. Okay, cool. Also freut euch alle schon mal auf 2030. Da gibt es dann die 3-Tage-Woche bei Verdopplung des Umsatzes. Das wird eine richtig coole Zeit. Und ohne Spaß gesprochen sind es genau dieselben Mechanismen, die hier wirken im Vergleich zur letzten maschinellen Revolution, wo wir plötzlich angefangen haben, irgendwie Fließbänder einzusetzen, die uns Aufgaben abgenommen haben. Und plötzlich haben wir festgestellt, am Ende hatten wir mehr Arbeitsplätze geschaffen als die wir verloren haben. Und ich glaube, genau so ist es auch jetzt in dieser Welt, wo wir aktuell unterwegs sind und im letzten Jahr einfach einen riesen Arschtritt bekommen haben, vor allem hier wahrscheinlich auch in unserem Land, mal uns mit diesen Prozessen auseinanderzusetzen. Also Patrick, ich kann sagen, bei mir sind gerade schon wieder 3 neue Ideen geboren für weitere Videos. Wir haben aber irgendwie noch 6 durchgeskriptet. Also es gibt hier eine Reihe, wir werden uns jetzt wiedersehen. Stichpunktartig durchgeskriptet, so wie wir das halt machen als Verkäufer in der Vorbereitung. Und ich freue mich auf die weiteren Videos. Schon mal super coole Erkenntnis. Was kannst du mitnehmen? Dein Job wird leichter, wenn du dich damit beschäftigst und vor allem, wenn du es zulässt. Wir sind extrem viel gerade in Veränderungsprozessen unterwegs, in den Begleitungen, in den Unternehmen. Wir stellen fest, die Mannschaften sind nicht vorbereitet, was völlig normal ist, weil du die letzten 30 Jahre echt einen super Job machen konntest beim Kunden vor Ort. Und da wird sich vieles ändern, was trotzdem dazu führt, dass wir dich als Menschen brauchen. Und das ist schon mal zusammenfassend für mich eine coole Sache aus diesem ersten Video. Und wie versprochen, es gibt weitere. Wenn es dir bis hierhin schon mal gefallen hat und der liebe Patrick für dich auch ein netter, sympathischer und unheimlich guter Typ ist, der dir was mitgegeben hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, freuen wir uns natürlich. Und abonniere dringend den Kanal, denn dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann, dein Robert. Ciao, Patrick.